Spielplätze sind toll. Ich frage mich manchmal, warum Erwachsene meistens nur daneben sitzen und nicht mitspielen. Dabei gibt es doch gerade auf Spielplätzen oft die Möglichkeit, in einem relativ sicheren Raum viel auszuprobieren, viel mitzuspielen und gerade auch das Bewegungspotenzial unserer Füße zu entdecken und zu schulen. Mir ist keine allgemeine Regel bekannt, dass Erwachsene nicht mitspielen dürfen. Und wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, dann mache ich es. Moin und Servus, Fee, Erde, Freilauf, Herde. Hallux Valgus und Spielplatz. Gott. Hallux Valgus und Spielplatz, wie passt das zusammen? Ziemlich gut, sowie auch ganz viele andere Orte in deinem Alltag, an denen du wahrscheinlich einfach bist. Und wenn du dann deine Schuhe ausziehst und deine Socken ausziehst und deine Sandalen ausziehst, dann kannst du mit ein bisschen Fokus deinen Hallux Valgus super trainieren. Und auch wenn du keinen Hallux Valgus hast, dann kannst du da mit diesem Fokus deinen großen Zeh super stärken und Übungen machen und trainieren. Und es macht einfach Spaß und ist cool. Und es zeigt auch mal wieder, was der große Onkel alles so kann. Auf geht's! Wenn man mit Kindern auf den Spielplatz geht, ist das ja eigentlich gar kein Problem. Alleine als Mann mit Hoodie, das könnte ein bisschen creepy sein. Ich bin jetzt um 6 Uhr aufgestanden, um hier ein bisschen spielen zu gehen, alleine. Das ist dann ganz cool, aber dafür muss man halt auch um 6 Uhr aufstehen. So, hier kommt der eigentliche Trick, der Fokus. Wenn ihr so einen Balken habt, dann kann man da ja jetzt einfach so ganz normal drüber balancieren. Auch cool. Schult den ganzen Fuß, die ganze Stabilität. Aber wenn wir jetzt den Fokus auf den großen Zeh legen wollen, dann gehe ich mit dem großen Zeh auf die Außenkante des Balkens und die anderen kleinen Zehen, die klappen da so zur Seite hin ab. Dadurch bringe ich den ersten Strahl hier, also den Metatarsal 1, den Mittelfußknochen und die Verlängerung, den Phalangen vom großen Zeh, in eine Linie. Und das, wie ihr aus vielen meiner Videos ja schon gesehen habt, das wollen wir ja gerne haben, um den großen Zeh zu stärken und auch die Valgusposition des großen Zehs zu korrigieren. Also, ich lege den großen Zeh hinten die Ferse auf den Balken und das kann ich bei so einem schönen Balken hier auf beiden Seiten machen, dann balanciere ich so darüber. Und so bringt ihr den großen Zeh auch in eine leichte Drehung nach außen. Also ihr drückt den quasi nach außen. Auch wenn der so ein bisschen schief steht bei euch und in der Valgusstellung ist, dann bringt ihr ihn damit in die Varusstellung. Das kann man erstmal als Übung so machen, wenn ihr euch aber egal wo bewegt, reicht es oft einfach nur den Fokus darauf zu legen, dass der große Zeh an so einer Kante steht und möglichst gerade positioniert ist. Das kann man nicht nur auf dem Balken machen, sondern auch wunderbar auf so einem Baumstamm zum Beispiel. Der bietet sich hier sehr an, weil der hier so eine Wulst hat und da kann man super mit den Zehen dann drauf gehen und auch da wieder die großen Zehen. Uah. Schön in den ersten Strahl legen. Klingt ein bisschen komisch. Ihr dürft euch ja auch durchaus helfen. Dann wird so eine Balanceübung nicht nur eine Balanceübung, sondern halt auch eine Trainingsübung. Kräftigung, Stärkung, Repositionierung. Upa, für den großen Zeh. Wenn ihr solch ein Rundholz habt, da kann man auch super eine Balanceübung einfach im Stehen drauf machen. Da suche ich mir dann einfach eine feste Position, lege den großen Zeh mit dem ersten Strahl quasi parallel zu dem Holz, sodass die kleinen Zehen wieder zur Seite wegkippen können. Und dann balanciere ich da im Einbeinstand drauf. Kann ich wunderbar mit beiden Seiten machen. Ich nehme den anderen Fuß dann nur immer, tipp damit so ein bisschen auf den Boden, um vielleicht mal kurz aufzufangen, aber mehr nicht. Und lasse den Hauptfuß die Hauptarbeit machen. Und vor allem den großen Zeh. Ihr seht, ich kann sogar die kleinen Zehen hochheben und ich stütze mich jetzt nicht mit dem anderen. Der große Zeh steht im ersten Strahl komplett alleine und muss all die Arbeit machen. Vorsicht, wie bei allem, nicht übertreiben, gerade wenn ihr einen sehr stark ausgeprägten Hallux Valgus habt. Langsam rantasten, wie immer. Das kann aber auch schon einen schönen Muskelkater geben.
Was auch super geht, sind so Randsteine von einem Sandkasten. Oh, Moment, da muss ich mal eben dran gehen. Hallo, Bolander? Dieses Video ist gesponsert von der Freilaufmethode. Mit den Übungen und Leitfäden der Freilaufmethode lernst du, wie freudvoll Laufen wirklich sein kann, sodass sportliche Ziele überflüssig werden. Der Laufstil der Freilaufmethode ist so unbeschwert und so leicht, dass Laufen für dich zur absolut wertvollen Ich-Zeit wird. In den Workshops, Seminaren und Coachings der Freilaufmethode lernst du, wie du deinen Laufstil findest. Alle Infos findest du auf www.freilauf-methode.com. War, glaube ich, nur Werbung. Und gerade wenn du auch wirklich Probleme mit deinem großen Zeh oder mit deinem Fuß allgemein hast, finde ich es wichtig, das mal nicht mehr so ernst zu nehmen und mal mit Spaß und Freude daran zu gehen. Wer sagt denn, dass Therapie nicht auch Freude machen darf und Spaß machen darf? Wer sagt denn, dass das immer alles so pathologisch, medizinisch ernst sein muss? Hier hat man die Möglichkeit dazu. Was auch ziemlich prädestiniert sind, sind solche Wurzeln, auf denen man auch genau in der Position drüber gehen kann. Man kann auch so schräg, immer einfach mit ein bisschen Fokus auf den großen Zeh. Da gibt es hier jetzt so eine breite Wurzel. Hier ist noch so ein schmales Ding. Gucken. Ja. Steinkanten sind genauso cool. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die nicht zu spitz sind. Die ist sehr rund, da kann man sich eigentlich so gut wie nichts tun. Und auch da wieder auf die Kante stellen. Und bei sowas sind wir schon sehr im Alltag drin. Einfach mal beim Spaziergang Socken und Schuhe ausziehen oder Sandale ausziehen und dann über so eine Wurzel ein bisschen balancieren, in der Pause oder so. Ach, so, endlich sitzen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr dürft diesen Kanal hier gerne abonnieren, müsst ihr auch nicht, denn seid ihr freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer und Läuferin seid. Sport aus, Leben an, euer Emanuel. Aho! So, wer bekommt jetzt hier das Eis? Wer ist jetzt Schnitzel? Und dann habe ich hier noch Chicken Nuggets. Chicken Nuggets sind fertig. Chicken Nuggets? Chicken Nuggets. Ja.